Hallo Leute, ja, okay. In diesem Part geht es um die Liebesgeständnisse. Also, ihr wisst ja noch, als Dorothy einmal kam und gesagt hat, ich liebe dich. Das war ein Anzeichen dafür, dass wir jetzt zu ihr gehen müssen und Geschenke geben müssen. Dann sagt sie etwas, wenn ich von der Tür rausgehe. Und dann kommt dann was, aber egal, ich zeige euch das einfach mal und dann erkläre ich das einfach mal. Also, im letzten Part haben wir die Geister befreit, tief geheilt, alles gemacht in diesen Spielen, was man machen kann. Es gibt noch eine Sache, die man machen kann, also wenn man Faldolange Geschenke gibt, da sagt er irgendwie, wir müssen ein Schwert irgendwie machen oder so, aber darauf habe ich keinen Bock. Bringt auch nicht so viel, deswegen einfach mal direkt zu Dorothea und den anderen Mädels. Also es gibt insgesamt 7 Mädels hier, die man verführen kann. 2 haben wir schon, Niake und Mieli. Wir sind ja so ein Gigolo. Und hier. Reden. Okay, jetzt müssen wir einfach mal gucken, was sie mag. Also, sie mag Breitschwerter, Hämmer, Bomben, Hütte. Okay. Jetzt müssen wir nur die Sachen zeigen, die sie mag. Dann geht's viel, viel schneller. Also, Hammer. Hier. Dankeschön. Zeigen. Einmal so weiter zeigen. Waffen. Hammer. Und dann diese hier. Gut so. Zeigen. Waffen, Schwert und Breitschwerter. Wollte sie ja gerne ja sehen. Hier. Ich weiß. Jetzt noch die anderen Sachen. Zeigen. Waffen, Bombe. Hier, das zeige ich dir alles. Dankeschön. Zeigen. Immer schön weiter zeigen. Irgendwann sagt sie etwas. Oder gar nicht, keine Ahnung mehr. Das jetzt noch. Okay. Was mochte sie noch? Breitschwert erhöhte Süßigkeiten. Aber egal, das war's schon. Okay, jetzt muss man kurz wieder reingehen und gucken, ob sie irgendwas wieder sagt. Okay, glaub nicht. Jetzt müssen wir einfach mal zurückgehen und schlafen. Dann kommt sie, glaube ich. Jeder von denen sagt immer was Bestimmtes, dann gehen wir einfach nach Hause und schläft einfach, da kommen die sofort. Okay, die erste haben wir dann. Die zweite wäre dann, wie heißt sie wieder? Lauka? Hieß das Mädchen, oder? Lauka. Ja, Lauka. Bei ihr ist es ganz simpel. Also bei ihr hingehen und alles hingeben, was sie mag. Und dann geht ihr einfach schlafen, da kommt sie zu euch und sagt nicht, ich liebe dich. Sie kommt sofort zu dir, zu euch und sagt... Gautam, ich will euch, ich sagte Gautam, Roxas, ich will mit dir zusammenbleiben und so alles. Könnt ihr dann erwidern oder nicht? Aber ich erwidere alle Gefühle von denen, um zu gucken, was sie dann sagen. Okay, das haben wir jetzt auch. Aber erst davor kurz speichern. Vielleicht kann man ja nur eine Person machen, deswegen speichere ich jetzt mal. Daten werden gespeichert. Daten wurden gespeichert. Okay, jetzt gehen wir mal schlafen. Ausruhen. Wenn die jetzt nicht kommt, dann muss ich noch weitere Geschenke geben. Aber ich glaube, die kommt jetzt. Ja, die kommt. Die erste Erwiderung. Roxas, du solltest dich geehrt fühlen. Ich habe einen Entschluss gefasst. Hör mich zu. Also, ich meine, die Sache ist so. So ist es eben. Ich liebe dich. Ich möchte, dass du bei mir bleibst. Erwidere ihre Gefühle oder das hier. Aber ich erwidere ihre Gefühle. So, das ist das Gute. Danke, Roxas. Nichts könnte mich glücklicher machen. Da hat man zum ersten Mal wieder redet. Jetzt sieht man, was passiert, wenn er mit ihr zusammen ist. Und die hatten schon zum ersten Mal Sex, Dorothea und Roxas. Weil das ihre Schlafgemächer sind, bist du endlich aufgewacht. Du hast zu lange geschlafen. Entschuldigung, gnädige Frau. Das Mittagessen ist serviert. Bitte komm zum Essen herein. Danke, ich werde bald da sein. Ja, gnädige Frau. Gnädige Frau, ja. Komm mit mir, einverstanden? Hey, Roxas. Nein, wir werden nach dem Essen reden. Ja. Roxas, liebst du mich? Na klar. Gott sei Dank. Ich liebe dich auch und werde es immer tun.
Rox, als würdest du Kalailas... Ich meine, willst du mein König sein? Wenn du es unbedingt willst. Doch, ich kann. Weil ich hab's nur nicht. Hm. Okay, das haben wir jetzt auch gemacht. Als nächstes kommt Lauka, aber sie ist beim großen Baum. Deswegen sehen wir uns gleich beim großen Baum. Okay. Und es geht weiter. Zeigen. Und das erste, was ich hier zeige, ist ein Fuchsschwanz. Das hier. Okay. Warte mal, die muss eigentlich was anderes sagen. Gucken wir mal. Schwert. Zeigen. Waffen, Schwert. So. Okay. Okay, okay, das ist gut. Gut, gut, gut. Oh, scheiße, zu schnell weggeklickt. Aber egal, ist ja nicht so schlimm. Okay, was mag sie noch? Jetzt muss sie alles noch machen bei ihr. Haarschmuck, Fleisch. Okay. Jetzt habe ich noch alles. Zeigen. Objekte, Fleisch. So. Super. Zeigen. Zubehör, Kopf. So und so. So. Super. Zeigen. Warte. Okay, es geht weiter. Kleine Störung gehabt. Und Zubehör. Kopf. Soldatenhelm. Okay, kommt jetzt was? Ja, es kommt was. Schön für dich. Und... kommt noch was? Ja, doch. Okay. Ich glaube, das heißt, dass ich jetzt nach Hause gehen muss, oder? Oder? Ja. Okay. Karte. Schloss Franel. Okay, wir sehen uns beim Schloss, also bei meinem Zimmer. Also bis gleich. Okay, es geht weiter. Jetzt kommt Laukas. Hoffe mal, dass jetzt Laukas kommt. Und meine Maus bewegt sich von alleine. Wieso? Warum kommt das jetzt bei ihr? Lauka. Verdammt, ich muss dann wieder zurück zu ihr. Okay, ich muss dann wieder zurück, also bis gleich. Okay, Leute, ich bin gleich bei ihr, aber kurz davor will ich euch zeigen. Also die Brücke ist eigentlich fertig. Das passiert nur, wenn man das Spiel durch hat. Und ja, das wollte ich euch noch kurz zeigen, dass die Brücke fertig ist. Und einfach mal zu Lauka und mal kurz ansprechen. Soll eigentlich sagen, dass sie mich liebt? Nein, das hat sie ja schon. Zeigen. Waffen. Schwert. Zeigen. Waffen. Schwert. So. So. Zeigen. Nee, 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 nee. Kopf. Und das hier. Super. Lauka will ja vieles haben. Lauka kriegt ein sehr großes Ding, wenn sie mit mir zusammen ist. Aha. So. Und kommt jetzt was? Zeigen. Objekte. Gras. Fuchsschwanz. Wieso brauchst du das jetzt nicht auf einmal? Egal. Schwert. So. Und so.
Okay, ich glaube, ich habe dir jetzt genügend Geschenke gegeben, oder? Fleisch kann ich dir noch geben. Zeigen, Objekte, Fleisch. Okay, das werde ich mal ganz schnell machen, also bis gleich. Okay, es geht weiter. Objekte, Fleisch. Hier ist es. Okay, das haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt haben wir hier alles gegeben, was sie will. Und jetzt geht es mal zurück. Karte, Schloss Franel. Hoffen wir, das reicht. Ja, das reicht. Okay. Okay, jetzt müssen wir nur schlafen gehen. Da kommt sie als nächstes und sagt, sie liebt... sie hat es schon längst gesagt. Also dann sagt sie, dass sie mit mir zusammen sein will und alles. Okay. Ich glaube, ich brauche mehr Parts als drei, um das hier alles fertig zu bekommen. Da ist ja nicht so schlimm. Ich wollte genau 100 Parts haben dafür. Okay. Jetzt schlafen gehen. Okay, kommt jetzt was? Ah, sie kommt. Hey Roxas, wie geht es dir? Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Hihi, Lauka kam, um dein Gesicht zu sehen. Hey Roxas, willst du bei Lauka bleiben? Lauka ist glücklich, wenn sie mit dir zusammen ist. Und wie denkst du über Lauka? Das ist eine wichtige Frage. Willst du für immer mit Lauka zusammenbleiben? Erwidere Gefühle, ja. Ja, Lauka freut sich mächtig. Und ihr Gesicht fühlt sich heißer. Zu glücklich und zu verlegen. Was für ein Durcheinander. Du kommst sofort mit Lauka zu Hause. Ja. Okay, da hat man wieder gehört, wie er redet. Okay, wir müssen mal alle zugeben, dass unser Held ein Gigolo ist. Er hat bisher drei Freundinnen, jetzt kriegt er seine vierte. Roxas, wach auf, wir gehen auf die Jagd. Guck mal, wie er aufsteht. Das ist irgendwie so steif und puppenmäßig. Gut, Roxas, tolle Haltung. Aber wenn du auf die Jagd gehen willst, benötigst du noch ein bisschen mehr. Wende deine Augen niemals von Zielen und folge ihm. Okay. Gut, genau so. Du hast es geschafft. Heute Abend haben wir ein Festmahl. Du siehst klasse aus, Roxas. Meine fürsorgliche Pflege hat sich bezahlt gemacht. Okay. Beim nächsten Mal musst du dich um Lauka kümmern. Keine Angst, es klingt ein bisschen Domina-mäßig. Lauka wird auf alles hören, was du ihr sagst. Okay, das wird eine Domina. Unser Held wird ein perverser Domina-Spieler. Okay, wie viel Mystikpunkte haben wir? Okay, das reicht nicht. Okay, ich zeige euch einfach mal, wie man das hier macht. Also mit dem Schwert. Wir müssen jetzt sowieso noch Selfie, Fana und Nanai machen. Und ich muss noch diesen speziellen Wettbewerb machen, also mit den Fragen. Also diese Aufgabe für euch. Die muss ich auch noch vorbereiten. Ich muss dann mal alles vorbereiten dann. Also wie ihr seht, meine Mystikpunkte steigen auf, wenn ich angreife, wegen dem Schwert. Aber ich glaube, Anfangsschwert ist viel, viel besser in dieser Gelegenheit und bei dieser Aufgabe, bei Mystikpunkte sammeln. Okay, das haben wir jetzt auch. Okay, komm. Ich glaube, als nächstes werde ich Selfie machen. Ja, ich werde Selfie machen. Danach kommt Fana und als letztes kommt Nanai, die älteste von denen. Unser Held wird als letztes eine Milfhunterin als Freundin haben. Schneller. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass es so lange dauern wird, das alles zu machen. Aber was soll man machen? Okay. Bald sind die voll und die Zeit ist auch bald zu Ende. Okay, komm. Okay, und hier bin ich den Part und wir sehen uns das nächste Mal bei Selfie. Tschüss.